Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer nächsten Zauberstunde mit mir und Ara Light. In der letzten Episode haben wir mit Sebastian über Ominous in der großen Halle geredet und wir haben mit Natty Wolkenschwinge befreit. Nun aber wollen wir in Hogsmeade noch ein paar Demigeist-Monde einsammeln, damit ich bald mein Alohomora auf der zweiten Stufe habe. Und anschließend werden wir noch für Deke einen Gefallen tun. Also gehen wir doch mal los. Dann auf nach Hogsmeade. Denn wie man sieht, sind hier noch 9 zu finden. Das sieht man immer an der rechten Seite. Dann wollen wir doch mal. So, und zwar sollten wir gleich zur Nacht überwechseln, denn Demigeist-Monde kann man nur nachts einsammeln. Ihr Handbuch ist ja wirklich... Ich freue mich, darin vorzukommen. Im Skriptorium von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. So, gerade eben habe ich eine weitere Mission von Sebastian bekommen. Aber wir wollen uns kurz auf ein paar Demigeist-Monde konzentrieren. Das ist auch auf Stufe 2. Was habe ich denn hier? Der Süßwarenladen Honigtopf verkauft eine Vielzahl magischer Süßigkeiten, von zischenden Wispies bis hin zu explodierenden Bonbons. Kunden sollten genau wissen, was für einen Effekt sie erwartet, bevor sie die Waren dieses Ladens probieren. Revelio. Aber ich sehe gerade, hier gibt es noch etwas zu holen. Habe ich das wirklich vergessen? Oh mein Gott. Was habe ich gegessen? Ja. Revelio. Wahrscheinlich das hier, oder? Ja, ich habe zwischen den Wispies gegessen. Bei diesen köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um kleine Brausekugeln, die einen nach dem Verzehr einige Zentimeter über dem Boden schweben lassen. Gerüchten zufolge enthalten sie Billywick-Stacheln. Also die probiere ich nicht mehr. Oh, Schloss auf Stufe 1. Da können wir rein. Na also. Revelio. Etwas Geld. Noch mehr. Ach, jetzt kann ich wieder nach draußen. Ich würde aber gerne ein paar Demigeist-Monde finden. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie viel ich noch brauche, damit ich das Schloss der zweiten Stufe öffnen kann. Revelio. Auch Schloss der Stufe 2. Eine Katze. Eine weitere Seite. Der kluge Reisende weiß, dass manche Brunnen mehr zu bieten haben als diese relativ unscheinbare Wasserquelle im Dorf Hogsmeade. 2 von 25. Revelio. Hier gibt es auch noch einiges zu sammeln.
Was haben wir hier auch? Schloss auf Stufe 2? Nein, sogar Stufe 3. Was war das denn? Aber hier Schloss auf Stufe 1. Hallo, Homura. Also, nur eine Tasche? Wirklich? Professor Weasley neulich im Dorf gesehen, bei Wälzer und Schriftrollen. Wahrscheinlich hat sich für einige der neuen Kinderanweisungen organisiert. Das kann doch nicht so schwierig sein, oder? Revelio! Ha, wir haben einen gefunden, ne? Du gehörst mir, Demigeist. Und eine weitere Handbuchseite. Dieser an der Wand mutierte Eberkopf verdreht die Augen und rümpft die Nase, ob der zwielichtigen Atmosphäre und der doch eher interessanten Kundschaft im Gasthaus desselben Namens. Na also. Revelio. Okay, aber war es das etwa schon? Hier habe ich eine Truhe geöffnet. Vielleicht hier drüben, oder? Revelio. Es gibt 9 Stück, beziehungsweise jetzt noch 8 Stück in Hogsmeade. Da sollten doch wohl noch ein paar zu finden sein. Hallo, Homura. Wir hatten das doch gerade. Ach, hier. Also. Also irgendwie, ich weiß nicht, Schlösser öffnen ist noch irgendwie ganz lustig am Anfang, aber irgendwann, ich weiß nicht. Oh, hinter dem Haus ist eine fliegende Seite. Dann kann die Kleine hier wieder schlafen gehen. Ich bin ja hier praktisch eingebrochen, oder? Naja. Da ist sie. Accio! Revelio! Und etwas Geld. So, aber es sieht so aus, als wäre hier noch einer drin. Oder? Oder was ist das hier? Nein. Das sah nur so aus. Revelio. Eine Truhe. So, dann muss ich mich wieder unsichtbar machen. Und jetzt kann ich die gute Truhe öffnen. Mit ziemlich viel Geld. Revelio.
Warte, kann ich hier rein? Kreuzo. Nein, schade. Revelio. Los auf Stufe 2. Na super, wir müssen andersherum. Aber das nehmen wir noch mit. Und... Revelio. Ach, das ist eine normale Truhe. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Na super. Schloss auf Stufe 2. Ja, dann... Wenn wir eh schon hier sind, verkaufen wir doch mal ein paar Sachen. Was haben wir denn eigentlich Neues bekommen? Was ist das Höchste? Das hier? Vielleicht? Ja, und hier? Das hier ist höher. Wirklich. 155 und hier ist 160. Ich behalte trotzdem das hier. Ja, und hier behalte ich wohl den hier. Auch legendär. Gut. Dann verkaufe ich wohl den Rest. Hallo, Homura. Ich gehe noch schnell hier rein. Du gehörst mir, Demigeis. Oh. Revelio. Ist etwa über mir einer. Na also. So, aber ich glaube, diese Truhe kann ich noch gar nicht öffnen, oder? Ich muss erst etwas verkaufen, glaube ich. Wo ist denn der nächste Laden? Revelio. Keine Angst, Biscuit. Ich finde schon eine Lösung. Willkommen, immer herein. Wo war ich gerade? Ach ja. Ich habe gehört, dass Sie mit Clementine Schmetterlinge durch den ganzen Wald gejagt haben. Eine sonderbare junge Dame. Die Schmetterlinge. Die hat sich ja nicht mal getraut mitzugehen, oder? Das war doch die... Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Los auf Stufe 3. Na super. Oh, meine Biscuit. Revelio.
Da ist noch eine Handbuchseite. Und zwar hier oben irgendwo. Vielleicht sollte man auch Accio benutzen. Revelio. Bevor Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Eine weitere Statue. Du gehörst mir, Demigeis. Na also. Was ist das denn? Ein Spikoskop ist eine Art Anti-Obskurat und dreht sich, pfeift und leuchtet auf, wenn es jemanden in der Nähe entdeckt, dem man nicht trauen kann. Es sollte allerdings mit Vorsicht benutzt werden, da es das Ziel sofort auf denjenigen aufmerksam macht, der es einsetzt. Du machst dir viel zu viele Sorgen. Niemand schaut dich an. Ja, der Junge da. Warum hast du mir noch ein paar gekauft? Ich hasse diese Socken. Zu dem Preis kann man sich nicht entgehen lassen. Sei froh, dass du Socken hast. Ich trage lieber keine Socken, als so zu tanzen. Du tanzt doch nicht. Du trainierst. Papa, warum tanzt er? Siehst du, du sagtest, der Zauber würde sich beim Waschen lösen. Du bist unglaublich dramatisch, genau wie dein Vater. Man könnte meinen, du hättest ein Gebrechen. Wurde er verflucht? Oh, können wir diese Socken nicht zu Mr. Hill zurückbringen und mir normale besorgen? Du kannst dir deine Socken aussuchen, wenn du selbst zahlst. Bis dahin wirst du lernen, sparsam zu sein und dich zu benehmen. Du machst hier eine Szene. Papa, kann man Zauber wirklich aus Dingen herauswaschen? Sei nicht albern. Diese Frau würde alles sagen, um keinen Knut auszugeben. Oh mein Gott, der Arme. Revelio. Das 1750 gegründete Geschäft mit Filialen in Paris, London und Hogsmeade, ja, gehört ihr voll zusammen, bietet eine Vielzahl von Zauberkleidung und Accessoires. Mr. Augustus Hill und sein Mitarbeiter Otto Dibble sind allen Kunden gerne behilflich und genießen dabei insbesondere die Herausforderung, weniger modebewusste Hexen und Zauberer einzukleiden. Und diese ist drin, okay. Revelio. Also, ich konnte jetzt 3 Stück finden, aber ich befürchte, ich brauche noch mehr. Jetzt gehe ich mal auf die Weltkarte. Vielleicht macht es Sinn, woanders noch welche zu finden. Vielleicht in Hogwarts. Hier habe ich alle. Hier habe ich alle. Ah nee, doch, hier habe ich alle. Hier gibt es keine. Hier gibt es 3. Ja, dann schaue ich doch da mal kurz noch vorbei. Revelio. Los auf Stufe 1, oder? Alle Homura. Na also. Revelio. Und da ist auch eine Katze. Alohomora.
super. Warum ist da nichts Cooleres drin gewesen? Liebe Professor Schaar, vielen Dank für Ihren jüngsten Beitrag über himmlische Anomalien. Es könnte eine perfekte Ergänzung für den Atlas sein, den ich zu veröffentlichen gedenke. Ich setze mich mit Ihnen in Verbindung, wenn ich beschließe, Ihren Beitrag oder damit verbundene Forschungsergebnisse in die Publikation aufzunehmen. Mit besten Grüßen, MPN Canarius. So, aber ich glaube, es ist schon wieder Tag. Das heißt, ich muss zur Nacht wechseln. Das sieht besser aus. Revelio. Sonst werde ich niemals diese Demigeist-Monde finden. Wahrscheinlich habe ich Pech und hier oben ist überhaupt keiner. Revelio. Also ich gehe jetzt hier noch einmal nach oben und ansonsten gehe ich wohl in meinen Raum der Wünsche, denn ich wollte ja noch die Mission mit Deke machen. Revelio. Das geht ja ganz hoch. Stimmt, hier war ich schon. Bei der Astronomiestunde. Gehen wir mal in den Raum der Wünsche, denke ich. Der noch eins weiter unten ist. Ich glaube, hier kann ich auch noch eine weitere Mission machen. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Ich komme gleich, Deke. Der wird nützlicher sein, wenn ich etwas zu identifizieren habe. Ah, ich habe nichts. Okay, aber dann... Stimmt, ich kann ja gleich hier mal alles ernten, ne? Und neue Sachen mixen. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. So, schauen wir doch mal, was noch alles offen ist. Das ist die mit dem Sebastian und... Das ist die mit Nati. Das ist meine zweite Hüterprüfung. Ich glaube, ich gehe mal einfach zu Deke und frag, was der gute Mann will.
So. Hallo Dick, Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo Dick, Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Dick hat sich etwas überlegt. Was geht hier denn? Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Dick sagte, er hatte eine Idee. Dick weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Was meinst du damit? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Dick weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Dick hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Dick dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Wenn es mir weiterhilft, könnte ich nach Tops sehen. Ich finde Tops. Ich verstehe. Überlass das mir, Dick. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Dick, was Sie über Dicks alten Freund erfahren. Okay, Auftrag gestartet. Aber wir schauen uns das mal an. Das sieht ja cool aus. Wow. Ja, cool. Also, so wie es aussieht, haben wir jetzt mehr Platz für unsere Tierwesen. Ich denke, dann lasse ich jetzt gleich mal meine Hippogreife frei. Und ich glaube, ich habe noch einen Niffler. Aktive Tierwesen, 0 von 12, Art 0 von 4. Also dann mal raus mit euch in die gute Stube. Und jetzt muss ich die beiden noch füttern und streicheln. Und ich nehme an, dann bekomme ich eine Feder jeweils. So, dann gehe ich wohl noch kurz in den anderen Raum und mache dasselbe. Und dann lasse ich hier noch ein paar Niffler frei.
Ist der Niffler hier mit dem Stern was Besonderes? Kann sein, oder? Aber gut, ich gehe mal weiter. Und jetzt muss ich mal schauen, wo die Höhle überhaupt ist. Da muss ich auf die Weltkarte und die ist etwas weiter weg. Dann schauen wir doch mal. Und ich nehme Wolkenschwänge. Ach, Wolkenschwänge, hopp! Schneller, Wolkenschwänge! So, ich muss hier nach hinten, ne? Also, hier muss die Höhle sein. Mal runter. So, hier sind noch einige Gegner. Und über mir, oder? Soll ich da jetzt auch noch schnell rein? Aber andererseits, ich glaube, ich gehe erstmal hier in die Höhle. Und der Eingang ist, glaube ich, irgendwo hier unten, ne? So wie es aussieht. Das muss die Höhle vom Kopf sein. Ich sollte hineingehen. Na also. Oh ja. Das sieht wirklich danach aus. Incendio! Also, Spinnenhöhle betreten. Es geht los. Incendio. Tops, du hast deine Quote um 3 Piolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Simos Schrumpflösungen nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Piolen nicht erfüllst, verliest du mehr als nur deine Essensprivilegien. Oh mein Gott, der Arme. Tops Meister ist furchtbar.
Also, wir machen mal hier noch meinen Lumos drauf und vielleicht hier noch ein paar andere Zaubersprüche. Genau. Lumos. Tops? Tops? Dick schickt mich. Bist du hier drin? Keine Antwort. Wir haben sie noch erwischt. Revelio. So, aber ich glaube, ich muss zuerst in diese Richtung. Da liegt doch noch etwas. Incendio. Oh mein Gott, hat er etwa hier geschlafen, der Arme? Suche nach Tops. Lumos. Incendio. Lumos. Hier war doch wieder eine Spinne, oder? Nein. Arresto Momento. Glacius. Befindung. Okay, hier kann ich nicht weiter. Lumos. Revelio. Lumos. Oh, aber wir haben Gegner hier. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Platz hier. Incendio. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Incendio. Wo kamen die denn plötzlich her? Da ist die andere. Incendio! Lindo! Mandringo! Accio! Grazie! Expelliamo! Nervioso! Incendio! Mandringo! Lumos. Hier liegt echt einiges herum. Incendio.
8 Beine sind einfach zu viel. Protego! Sehr cool gemacht wieder. So, Höhlen erkunden macht einfach echt Spaß. Incendio. Oh mein Gott, ich muss wirklich hier durch. Aber wir haben einen Schatz gefunden, ne? So, mit der letzten habe ich kurz einen Prozess gemacht. Ah, hier muss er gewesen sein. Lumos. Incendio. Lumos. Also, diese Richtung. Schon wieder die kleinen Spinnen. Lumos. Meine Güte. Das ist ein Megateil. Wow. Incendio. Incendio. Ringo, von Ringo. Incendio. Incendio.
Also die Große nervt irgendwie. Sie kam keine Sekunde zu früh. Oh ja. Revelio. Diese Richtung? Incendio! Nicht? Doch. Na also, es funktioniert doch. Und jetzt kann ich hier oben raus. Diese Richtung? Incendio! Lumos! Contringo! Oh nein! Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Oh mein Gott! Was ist mit dem Kleinen passiert? Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Oh nein, oder? Armer Tops. Allein gelassen mit den Spinnen. Was kann ich hier unten noch machen? Erzähl Deek von seinem Freund. Also ich kann jetzt im Prinzip nur noch zurückgehen, denke ich. Hier unten ist ja nichts mehr.
Lumos. Der Arme. Muss ich jetzt einfach zurück, oder? Kann ich hier auch so raus? Nein, ich kann nicht die Karte benutzen. Und ich kann hier doch gar nicht raus, so, oder? Das ist ja der Rückweg. Das heißt, ich muss in die andere Richtung. Diese Richtung hier. Aber dort drüben ging es doch gar nicht raus, oder? Wir schauen mal. Oder muss ich das vielleicht doch irgendwie zerstören hier? Meine Güte, es hat funktioniert. Okay. Meter in diese Richtung. Revelio. Ich komme aber nicht in diese Richtung. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Jetzt funktioniert es. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Einmal außen herumgerannt. So, dann wieder zurück zu Deek. Zum Raum der Wünsche. So, der Arme. Wir schauen jetzt mal, wie er drauf reagiert. Ich bin aus der Höhle zurück, Deek. Ich bin aus der Höhle zurück, Deek. Wunderbar. Deek hofft, Sie haben Tops von Deek gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deek. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein. Das hat Deek befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deek und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deek wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deek ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen.
Dick wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund Dick. Danke, Sie sind sehr freundlich. Dick braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. So, dann haben wir diese Mission abgeschlossen. Wir ernten hier noch schnell alles und dann, glaube ich, sollten wir diese Episode auch schon wieder hier beenden. Wie immer danke ich euch fürs Zuschauen, gebt mir ein Like, wenn ihr mehr wollt. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder in der nächsten Episode.